Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, wie versprochen geht's diesmal mit fortgeschrittenem Kram weiter. Und wie könnte es anders sein, habe ich mal wieder Multithreading gewählt als erstes Thema im fortgeschrittenen Teil, weil man ohne Multithreading einfach nicht mehr irgendwo hinkommt. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, uns einen eigenen Thread zu schreiben und werden den mal starten. Ein Thread, für die, die es nicht wissen, ist quasi ein zweiter Ausführungspfad für euer Programm, mit dem ihr quasi parallel zu eurem ersten Thread, also sagen wir haben Thread 1, T1 und wir haben T2 und ups, T2 und euer erster Thread führt jetzt die Methode main aus, die wir bisher immer hatten sozusagen, also einfach eine Methode quasi, und euer zweiter Thread kann irgendwas anderes in der Zeit machen, zum Beispiel irgendwelche Sachen berechnen, wie zum Beispiel eure GUI berechnen. GUI ist ein Graphical User Interface, also eine Oberfläche. Und dadurch könnt ihr die Aufgaben verteilen. Und das Schöne ist, ein Mehrkernprozessor, was wir eigentlich alle in unserem PC mittlerweile haben und die meisten auch in ihrem Handy, ich leider noch nicht, aber vielleicht ändert sich das bald. Jeder Mehrkernprozessor lässt dann diesen Thread 1, gibt dem quasi einen Kern oder kann ihm einen Kern geben und diesen Thread 2 kann er auch sozusagen einen Kern geben. Jetzt stark vereinfacht natürlich. Aber das Ding ist halt, man kann sie parallel laufen lassen und sie können gleichzeitig Sachen ausrechnen. Und das ist ziemlich nützlich, denn sonst werden eure Programme ziemlich langsam nach einiger Zeit. Und deswegen braucht man das auch dringend. Deswegen zeige ich euch das jetzt auch, wie das funktioniert. So, ihr habt gesehen, ich habe die Datei Second Try genannt. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile tatsächlich im zweiten Teil. Ja, ich bin tatsächlich erst bei der offiziell zweiten Datei, aber ist egal. Gut, was wir brauchen, ist zunächst einmal einen Import. Und zwar Threading heißt das Ding. Wird mir leider nicht vorgeschlagen. Gut. Und was ich dann noch später benutzen möchte, ist Time, damit man auch den Unterschied zwischen den beiden Threads dann sehen kann. Aber das erkläre ich euch, wenn es soweit ist. So, wir werden uns jetzt erstmal eine Klasse schreiben. Ja, viele nennen sie irgendwie MeinThread oder sowas. MyFred, genau. Und die soll erben von Threading.thread. So, das bedeutet, das ist ein Thread. Also man kann sie, also Thread schreibt man so, das hier ist eigentlich eher ein Joke, also nicht ernst nehmen. Das bedeutet, sie kann dann auch nachher wirklich als solcher Thread ausgeführt werden. Dazu muss sie aber auch den Konstruktor von dieser Oberklasse, von dem Thread benutzen. Sprich, wir schreiben hier ein Init und brauchen die Argumente self. Und ja, gut, dann können wir mal noch reinmachen, was wir wollen. Vielleicht eine ID. Sagen wir einfach mal ID. Und vielleicht noch einen Namen von dem Thread oder sowas. Keine Ahnung. So, und dann rufen wir erstmal den Oberklassenkonstruktor auf. Das muss man eigentlich immer machen, habe ich euch ja schon gesagt. Punkt, Bodenstrich, Bodenstrich, Init. Genau, Dankeschön. Und übergeben da einfach nur uns selber quasi rein, also den Thread selbst. Sagen dann, okay, self.id ist gleich ID, ne, die obere. Self.name ist gleich name. Oder von mir aus auch message, mir ist das völlig egal, was ihr da rein macht. So, dann haben wir das, was wir alles brauchen, und jetzt schreiben wir uns eine Methode run. Und die Methode ist sehr, sehr wichtig, denn ohne die Methode geht quasi gar nichts. Das ist das, was der Thread dann am Ende parallel ausführen soll. Und ja, in unserem Fall machen wir dann nichts anderes, als ein paar Ausgaben zu erzeugen, damit wir den Unterschied sehen können, also was da genau passiert. Wir schreiben hier erstmal rein, starte zum Beispiel, und dann schreiben wir den Thread rein, upsala. Und ich bringe mal wieder die Programmiersprachen durcheinander. Ich brauche natürlich hier die Funktion. Genau, und dann bringen wir hier einfach rein, was für eine ID wir starten. Also quasi hier diese ID schreiben wir hier rein. Also self.id. So, und das sollte uns eigentlich erstmal reichen, würde ich sagen. Wenn ihr wollt, können wir da auch nach was. Ist egal, wir schreiben einfach die ID rein. Dann sagen wir, okay, time. Und jetzt kommt's, time hat eine Funktion sleep,
die legt den Thread einfach eine Weile schlafen. Wenn wir das mit dem Hauptthread machen würden, wird sich unsere Applikation quasi aufhängen, also einfach nichts mehr tun. Das ist für eine Konsolenanwendung jetzt nicht so schlimm. Allerdings, wenn ihr diese Time.sleep-Methode benutzt und sagen wir mal eine GUI geschrieben habt, das heißt ein Fenster, und ihr benutzt diese Sleep-Funktion auf eurem einzigen Thread, dann hängt sich auch eure gesamte GUI auf, also quasi euer Fenster lässt sich da nicht mehr bedienen oder sonst irgendwas und ihr habt ein Problem. Deswegen, Threads sind cool. Einzige Aussage, sie sind ein bisschen umständlich, aber sie sind cool. Okay, dann haben wir hier Time.sleep, sagen wir mal. Warum nicht einfach 42? Ne, wobei 42 ist ein bisschen viel. Sagen wir einfach mal 7. Okay. So, und dann sagen wir Print. Und hier beenden wir unseren Thread schon wieder. Das heißt, wenn wir aus der Run-Methode von unserem Thread rauskommen, sind wir fertig. Das heißt, der Thread ist quasi danach weg. Das heißt, wir schreiben jetzt hier einfach mal beende rein und wieder unsere ID, self.id. So. Und wobei, warum machen wir hier nicht einfach ID mal 3? Dann sehen wir auch tatsächlich einen Unterschied. Das heißt, wir warten jetzt hier einfach die ID. Das heißt, der erste Thread wartet. Ja, okay, 3 ist vielleicht ein bisschen kurz. Ja, wobei, das passt schon. Also wir warten unterschiedlich, je nachdem, was für eine ID unser Thread hat. Das ist eigentlich das Hauptsächliche, was ich da erreichen wollte. Genau, so, und jetzt schreiben wir einfach noch unsere Hauptmethode, was da unten passieren soll. Wir kreieren uns diese Threads T1 ist gleich Mayfred, und wir übergeben als Argumente in unseren Konstruktor das, was wir hier oben erwarten würden, nämlich eine ID, sagen wir einfach mal 1, fangen wir bei 1 an heute, und einen Namen, ja gut, T1 brauchen wir aber eigentlich nicht, weil wir ihn nie benutzen. Und dann noch der zweite Thread, ist auch ein Mayfred. Und 2, ja, und hier nennen wir ihn einfach mal T2. Gut. So, und jetzt kann man diese Dinger starten. Und Achtung, ich rufe eine Methode auf, die wir erben. Nämlich die Start-Methode. Nicht die Run-Methode. Das bedeutet, die Run-Methode wird durch die Start-Methode aufgerufen. Aber die Start-Methode handelt noch so intern so ein paar Sachen, wie zum Beispiel wirkliches Erstellen von einem neuen Thread und so weiter und so fort. Das heißt, da müsst ihr euch überall nicht drum kümmern. Das heißt, immer schön die Start-Methode aufrufen und nicht die Run-Methode direkt. So, für den zweiten brauchen wir das natürlich auch noch. Und dann sind wir fertig. So, und jetzt packen wir hier unten eine Methode hin. Und zwar wollen wir hier einfach schreiben, dass wir unseren Main-Thread beenden, weil der Main-Thread, das ist ja nochmal ein eigener sozusagen. Also beende Main-Thread. Okay. So, und was passiert jetzt wohl, wenn wir die ausführen? Naja, jetzt wird es erstmal spannend. Wir sagen Python, und wie habe ich den genannt? Second Try. So, und jetzt kriegen wir erstmal Error. Weil ich zu blöd war zum Tippen, ich habe hier natürlich self.id gemeint, nicht irgendeine ID, sondern self.id. So, und ja, genau. So, wie wir sehen, der erste Thread ist schon beendet, aber der zweite Thread hat viel, viel länger gedauert. Also ich kann es euch gerade nochmal zeigen. Achtet darauf, welcher Thread sich zuerst beendet und welcher zuerst gestartet wird und so weiter und so fort. So, der Main-Thread ist jetzt schon fertig. Jetzt ist der erste zu Ende und jetzt ist erst der zweite zu Ende. Das heißt, die laufen noch weiter, wenn unser Programm eigentlich schon beendet ist. Was irgendwie cool ist, aber was auch irgendwie seltsam ist. Das heißt, es kann noch im Hintergrund Arbeit quasi vollrichtet werden, indem wir hier einfach quasi nichts tun. Mit diesem Time.sleep tun wir ja eigentlich nichts, aber das läuft quasi im Hintergrund weiter, während im Vordergrund eigentlich schon alles fertig ist. Denn hier unten ist der Main-Thread fertig und danach kommt auch nichts mehr von dem. Der ist danach weg. Und der Witz ist, wenn wir zählen, wir können mal zählen, der erste Thread braucht 3 Sekunden und der zweite Thread braucht 6 Sekunden. Ziemlich genau. Also plus minus halt ein paar Mikrosekunden, Millisekunden, je nachdem, wie lange dieses Printen dauert. Ja, und jetzt sehen wir hier 3 und nochmal 3. Jetzt ist der zweite beendet. Das heißt, sie laufen wirklich gleichzeitig. Das heißt, es wird nicht erst das Sleep von dem ersten Thread ausgeführt und dann das von dem zweiten, sondern es wird wirklich gleichzeitig das Sleep von dem ersten Thread ausgeführt und dann von dem zweiten. Und dann läuft das zweite quasi im Hintergrund noch weiter. Also sie werden wirklich gleichzeitig ausgeführt.
Ja, wenn man jetzt Glück hat oder Pech hat, ein bisschen Zufall hier reinbringt, dann kann man auch mal sehen, dass die Threads wirklich durcheinander dann auch laufen können. Sprich, wenn ich das hier nicht reinmache, kann ich euch auch gerade mal kurz zeigen, mal gucken, ob ich Glück habe. Ja, perfekt. Dann sehen wir hier, dass der erste Thread gestartet wurde und dann beendet wurde und dann der zweite gestartet und dann der Main Thread beendet wurde und dann erst der zweite beendet wurde. Das heißt, es ist irgendwie durcheinander gewürfelt. Und jetzt ist es andersrum. Jetzt ist der Main Thread am Ende. Und der zweite ist hier unten erst. Gut, okay, das liegt daran, dass wir den ersten zuerst gestartet haben, aber ihr seht, glaube ich, was ich meine. Es ist keine Garantie, dass der Main-Thread sich zuerst beendet oder dass der zweite Thread sich zuerst beendet. Das ist alles so ein bisschen zufällig. Und deswegen braucht man Methoden, um das Ganze zu synchronisieren oder dass man halt auch irgendwie mal ein bisschen was machen kann und vielleicht auch Ergebnisse zurückgeben kann und so weiter und so fort. Und da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das machen kann, und die werde ich euch in den nächsten Videos zeigen, denn wir sind schon wieder bei 11 Minuten und ich will euch nicht überstrapazieren. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.